Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kommen heute zu einer, auf der einen Seite auf einer, zu einer. Ja. Sprachenlernen Bubble. Wir kommen heute zu einer Neuheit auf dem Kanal und zu einem Produkt, was sehr, sehr lange ausverkauft war überall, was jetzt aber, so wie ich es mitbekommen habe, überall so nach und nach wieder da ist. Und zwar habe ich mir mal die Almasiva Drops besorgt. Das ist eine Variante, es gibt insgesamt drei. Zwei habe ich aktuell da. Ich möchte euch aber heute erstmal die Minze vorstellen. Ihr seht hier vorne gleich mal mit die OVP. Dann haben wir den guten Massiv drauf. Almasiva Drops, Minze und Minze. Und hier hinten sind quasi bloß noch so ein paar Hinweise. Das Ganze ist wie in so einem Pappröhrchen gehalten. Wir gucken uns das Ganze natürlich auch gleich noch von innen an. Die Almasiva Drops kosten so um die 10 Euro meistens, so wie ich es gesehen habe. So, es variiert meistens so zwischen 9 und 10 Euro, so um die Drehe. Es gibt drei verschiedene Flavor, wie ich es gerade schon erwähnt habe, und zwar Minze, Menthol und ich glaube Eisbonbon. Die drei Flavor gibt es, die zumindest erstmal auf dem Markt sind. Eventuell kommt da auch nochmal was Neues. Ja, wie gesagt, das sind erstmal die drei Flavor. Ich kann es euch nicht sagen, ob da nochmal vielleicht nochmal eine andere Sorte oder ob das irgendwie vielleicht sogar ein Tabakersatz wird, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Es gibt jetzt erstmal nur diese drei Flavor. Wie gesagt, Minze, Menthol und Eisbonbon. Wir machen den ganzen Lachs hier mal auf. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn aufkriege überhaupt. Einfach so drehen. Okay. Ich denke, der Geschmack ist klar, was das Ganze sein soll. Also alleine schon diese Verpackung hat schon so einen leichten Minzgeruch und dann sieht das Ganze ja so aus wie so ein Fläschchen von einem Arzt, muss ich sagen. Da haben wir quasi dasselbe Logo nochmal drauf, was wir auch auf der Umverpackung haben. Ich weiß, dass das hier eine Pipette ist, dass du das reintropfen kannst. Wie mache ich denn den Lachs hier auf? Runterdrücken und drehen. Ich bin für sowas immer zu blöd. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, wie gesagt, ich mache das gleich mal auf. Das würde jetzt vielleicht etwas länger dauern. Was gibt es hier noch zu sagen? Die Almasiva Drops sind quasi dieser Ersatz für dieses Minze Menthol Eisbonbon, was ja durch TBD weggefallen ist. Das Besondere an diesen Drops ist allerdings, wir kennen es ja von anderen Firmen, oder das direkt in Tabak schüttest, bibapo. Das kannst du hier auch machen, allerdings nur wird empfohlen, ich glaube 3 bis 6 Tropfen, so um die Dreh, je nachdem wie stark man das haben möchte. Und das Interessante hier dran, was wir auch, denke ich mal, vielleicht dann bei den anderen Drops testen werden, die später kommen in dem Video, kannst du das auch in eine Bowl tun, 3 bis 6 Tropfen, und soll quasi den gleichen Effekt haben, wie als wenn du es direkt auf den Tabak gibst. Wir werden das Ganze heute erstmal auf den Tabak testen. Und soll quasi denselben Effekt haben, wie als wenn du das halt oben reinhaust. Bin ich ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich kühlt das Wasser ja nur. Aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel wie Wodka unten reinmachst, hast du ja diese Wodka-Note eigentlich auch drin. Müssen wir auf jeden Fall testen, werden wir mit den Menthol-Dingern dann machen. Ich werde mir jetzt hier einen Tabak raussuchen. Natürlich einen ohne Minze, ist klar. Und dann würde ich sagen, gehe ich mir ein Köpfchen bauen. Hol die Kohlen rüber, hau die Drops drauf. Zumindest ein paar Tropfen. Und dann testen wir das Ganze, wie uns das Ganze hier so überzeugt. Also, bis gleich. Ja, Freunde, damit begrüße ich euch hier zum zweiten Teil vom Video. Wie ihr sehen könnt, Köpfchen ist gebaut. Setup der Pfeife ist heute die VUCA mit dem Oblaco Apple on Top 7 und 3 Black Kokoskohlen. Ich habe das Köpfchen jetzt nicht irgendwie anders gebaut. Ich habe das komplett normal bis kurz unter den Rand gebaut. Habe mir dazu Almasiva Blaulicht genommen, was ein Bärenmix ist. Und habe dann quasi die Drops genommen und habe so maximal 7 Tropfen drauf getan. Was ich euch noch zeigen wollte, war diese Pipette, was wir von uns nicht hatten. Das ist quasi diese Pipette hier. Das zieht ihr quasi so an und dann könnt ihr das quasi, wenn ihr hier oben drauf drückt, wo meine Finger sind, entleert ihr das Ganze und so saugt ihr das auch wieder voll. Geruchstechnisch riecht es wie so eine, es riecht nach Minze, klar. Aber es riecht halt so ein bisschen wie so eine Minze, die man irgendwie, ich sag jetzt mal, vom Arzt verschrieben bekommen hat. Oder irgendwelche Minzbonbons oder zum Lutschen irgendwelche Bonbons.
die du nur über die Apotheke bekommst mit so einem Schein. Irgendwie so riecht das so. Mich erinnert es halt so ein bisschen an Arztpraxis. Ohne dass das jetzt natürlich eine Kritik sein soll. Ich bin aber, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, vielleicht machen wir es mit den anderen Drops. Machen wir es, werden wir, denke ich, in der Bowl machen. Jetzt hier habe ich es erstmal in den Kopf gehauen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Es ist nicht so zähflüssig wie eine Molasse an sich. Es ist halt wirklich sehr, sehr flüssig. Deswegen kann ich mir hier vorstellen, dass hier wirklich ein sehr guter Minze-Drop hinterherkommt. Ich bin sehr gespannt und wir gehen jetzt hier mal rein in den ersten Zug. Okay, aktuell kommt nur Beere durch. Du merkst, dass hinter dieser Beerennote noch irgendwas steckt. Das merkst du. Es kommt noch nicht extrem durch. Aber du merkst, hier kommt irgendwas noch hinten an diesen Beerenmix ran. Wo ich jetzt aber noch nicht sagen würde, dass es extrem minzig ist. So, Freunde, ich habe jetzt mal ein paar Züge noch genommen, während ihr den Cut gesehen habt. Also du schmeckst diese Minze raus. Sie hält sich allerdings sehr im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob dieser Herstellerhinweis mit diesen 3-6 Tropfen nur für die Bowl gilt. Und ob du oben mehr reinhauen kannst. Ich habe jetzt, wie gesagt, so circa 7, vielleicht sind es auch 8 Tropfen drin. Du hast eine leicht minzige Note drin, aber du könntest, oder ich könnte hier definitiv noch mehr reintun. Allerdings möchte ich damit auch ein bisschen sparsam umgehen, weil 10 Euro ist halt auch schon ein saftiger Preis. Aber es ist wahnsinnig interessant. Es ist halt wirklich wahnsinnig interessant. Klar, es ist im Endeffekt nichts anderes wie diese zwei Komponentensysteme mit der Molasse. Aber ich finde es, muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Und du merkst auch definitiv eine leichte Minznote jetzt hier, oder merke ich jetzt hier raus. Und deswegen kann ich mir mittlerweile auch sogar sehr gut vorstellen, dass das Ganze auch in der Bowl klappt. Ja, Freunde, dann kommen wir zum Fazit von den Alma Siva Drops, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier bloß mal die Pappe. Das packe ich jetzt nicht mehr ein. Eine sehr, sehr coole Idee, muss ich sagen. Auch von der Aufmachung. Wir wissen alle, massiv Rapper, ne? So wie als kleine Arztflasche gemacht. Finde ich sehr cool, die Aufmachung. Gefällt mir sehr gut. Auch so die OVP, dass du halt wirklich hier keine Warnhinweise drauf hast. Finde ich sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Preis muss ich sagen, 10 Euro ist schon, wie gesagt, ein saftiger Preis. Wenn das natürlich dann das mit der Bowl, wenn du das in die Bowl schüttest, wenn es dieses Versprechen quasi auch hält, dann kann man sagen, okay, ja, es ist halt was anderes als eine Molasse oder so. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, gehen die knapp 10 Euro in Ordnung. So ist es, muss ich sagen, jetzt so nach dem ersten Probieren, ist es schon ein saftiger Preis. Wo ich mir vorstellen könnte, dass es den einen oder anderen vielleicht sogar abschreckt. Ich weiß nicht, ob der Preis bleibt, ob es vielleicht nochmal runtergeht oder kann ich nichts zu sagen, aber ich denke, es wird sich einfach bei diesem Preis eingespielt haben. Es ist eine sehr, sehr interessante Idee. Es ist eine andere Idee zu den Molassen, die du überall dazu kaufen musst. Es ist auch hier definitiv eine interessante Lösung, einem Tabak, Minze, Menthol oder Eis hinzuzufügen. Ja, Freunde, dann sind wir am Ende des Videos. Ich spreche jetzt hier einfach mal für die Alma Siva Drops, zumindest für das Minz, für den Minz-Drop, spreche ich jetzt eine Kaufempfehlung aus, weil ich das, wie gesagt, sehr, sehr interessant finde, dieses flüssige Zeug hier. Und dass du das halt in eine Bowl hauen könntest, theoretisch. Wir haben ja, wie gesagt, in der Praxis noch testen. Ne? Finde ich sehr, sehr interessant, deswegen kriegt das Ganze jetzt hier von mir einfach mal eine Kaufempfehlung. Und ich muss hier wirklich einfach sagen, mit Alma Siva bin ich so zufrieden. Und das ist jetzt hier keine gekaufte Werbung oder so. Wie gesagt, ich finde das Ganze sehr, sehr interessant. Und es würde mich freuen, wenn ein Däumchen nach oben auf das Video da lässt, wenn ein Abo da lasst. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr die Drops schon getestet habt, wie ihr die findet.
wie, was ihr zum Preis sagt, pipapo, oder ob es euch überzeugt hat oder nicht, würde ich mich auch sehr, sehr interessieren für. Und dann war es das schon mit dem Video, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut, Freunde. Und auch hier geht der letzte Zug auf euch. Halt auch wieder aus. Reingehauen.